Hallo, meine beatastischen Ruinenanwärter und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Ruinchen hier bei Warfields. Ja, wir sind letzte Ruinchen ja noch auf eine sehr starken Bärengegner getroffen und nun stehen wir hier vor einem verfluchten Dorf von Sirse. Ja, wir werden jetzt mal reingehen, mal gucken, was dieses verfluchte, verlassene Dorf erkunden. Bildet einen Trupp aus Spähern, die ein Dorf so leise wie möglich erkunden können, um keine Pestverseuchten auf den Plan zu rufen. Ach so. Die Aktion eurer Expeditionstrupp können Geräusche verursachen, die Pestverseuche anlocken. 12 von 80. 24 von 80. Thoros. Quinoa. Ganz ehrlich, wir können doch einfach alle nehmen, oder? Wir brauchen nämlich eh alle. Wir werden ja sowieso ein paar Pestverseuchte holen. Na komm, weißt du was? Können wir auch gleich alle laut machen, dann nehmen wir hier volle Kanne hin. So, bestätigen, total laut. So. Wir brauchen nämlich die Willenskraft von 80. Steht da ja scheinbar. Dann nehmen wir auch gleich alle. So, wir gehen jetzt mal rein. Okay, was ist das? Lärm verursacht. Als die Tür schließt, hören eure Gefährten beunruhigende Geräusche. Lass mal untersuchen. Was haben wir denn hier? Gebräu aus Harak. Ein Fläschchen mit einer übel riechenden Flüssigkeit, die die Sumpfmoskitos von Harak fernhalten. Ah, okay. Haben wir noch eine Fiole? Jetzt haben wir nur eine Tür. Und dann, wenn wir rausgehen, können wir wahrscheinlich sie gerade aufrechnen. Wird, stellen die Gefährten mit Entsetzen fest, dass die Tür blockiert ist. Jemand, der stark genug ist, könnte sie aus den Angeln heben. Ansonsten wäre dieser Riss an der Wand der einzige Ausweg. Springt, heben, meine Gefährten werden heben. Quinio, du bist super stark. So, zum Glück ist Quinio unglaublich stark und schafft es, die Tür aus den Angeln zu heben. Der Weg ist frei. Ja, was ist das da? Ja, danke. Achso, ist jetzt hier nur verlassen. Okay, gut. Na, dann machen wir wieder verlassen. So, jetzt haben wir verfluchtes Dorf. Okay. Das war die Apothekerstube, ja? Gehen wir mal da jetzt rein. Lärm 92. Oh, Pestverseuchte. Stufe 9 greifen an. Ach, du Heilige. Blockiert die Eingänge, um zu verhindern, dass die Pestverseuchten eindringen und euch überwältigen können. Setzt die Fertigkeit Ausweg finden ein, um die Anzeige zu füllen und aus dem Gebäude zu entkommen. Ach du Heilige. Warte mal. Lass mich kurz gucken. Thoros ist immer ganz gut und der hat eine 184. Also wenn sie jetzt... sie geht auf den jetzt drauf. Macht schon mal den. Dann macht sie den. Hau den um. Denn wenn sie jetzt davor steht, kann ja da keiner mehr durchkommen, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, jetzt gehe ich mit Thoros darauf. Hüp die weg. Und mach da das. So. Und wie kann ich jetzt einen Ausgang finden? Ach so. Ah, okay. Gut, du kannst ja nicht. Warte mal. Mr. Bershi kann ja da erstmal mit hin. Ja, ich weiß, er macht wieder Gift drauf. Und wir müssen ja den Ausgang versperren. So, du machst suchen. Diego macht suchen. Hackert macht suchen. Plum. Inoue, du kommst noch ein bisschen weiter hier mit rüber. Du machst... Ah, nein! Pief macht suchen. Ich auch schon mal ein bisschen mit rüber. So.
Buddy Hardy geht mal hier rein. Buddy Hardy macht auf jeden Fall schon mal, dass wir mehr Punkte bekommen. Ja, ich habe gelernt. So. Jetzt machen wir auch suchen. Okay. Ach du Heilige. Ja klar, wir haben die Dinger gesichert und jetzt... Also mal, welche Pest soll ich jetzt als erstes? Okay, dann wäre das auf jeden Fall was für Nicer. Nicer kümmert sich erstmal hier darum. Ja, ich weiß, bleibt jetzt im Gift stehen. Mr. Bershi geht jetzt daran. So, Hildchen ist dann... Warte mal, jetzt macht erstmal der Pestverseuchte. So. Heilt sich natürlich wieder hoch. Hier müssen wir jetzt mal gucken, dass Hildchen auf jeden Fall das Ding so schnell wie möglich beendet. So. Jetzt kann sie aber leider nicht mehr suchen. Und jetzt ist... Ah Mist, jetzt ist der Pestverseuchte dran. Natürlich nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Pass mal auf. Torus, baller den einfach mal weg. So, dann machst du den. Ist gar nicht so einfach, der Kampf. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, erledigt. Gut. Jetzt wieder. Quenior, da kommt bestimmt hier einer raus. 100 Pro kommt hier auch einer raus. Diego suchen. Ach du, okay, der hat jetzt wesentlich mehr gemacht. Wenn die so stehen, könnte ja nicht viele kommen, ne? So, jetzt kommst du mit suchen. So, Buddy Hardy macht auch suchen. Warte mal, was wir machen könnten, wäre, dass ich den zumindest wegbopse. Sehr schön. Und dann kannst du trotzdem suchen. So. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, weil jetzt war ich gerade so ganz cool. Jetzt war ich so. Okay. So. Die haben. Der ist noch drin. Aber ist jetzt egal. Ich muss jetzt das machen. Ah ja, die hat jetzt nicht so viel, weil ich sie letzte Runde nicht suchen lassen habe. Hä, der hat aber auch nicht so viel. Auch nicht so viel? Das ist übel. Das ist jetzt ganz übel. Langsam wird's übel. Das sagen wir überhaupt. Die Tür ist zwar offen, aber ist keiner reingekommen. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Okay, wie kriege ich denn das jetzt am besten hin? Also, als erstes seid ihr ja dran, ne? Mit euch muss ich leider so machen. Es geht nicht anders. Um euch da ein bisschen wegzukriegen, muss ich leider so arbeiten. Eins, zwei, drei. Und dann mache ich das vier. So, jetzt gehe ich hier noch ein Stück ran, muss ich ja, aber ich krieg den jetzt weg. Puh. Gut. So, als nächstes wäre der Kriecher daran. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich die alle ausschalte, die auf jeden Fall hier drin sind. Kriecher. Okay, ist jetzt aber kein Pestverseuchter, ne? Kriecher sind mir sogar ganz lieb. Die sind jetzt nicht so schlimm, finde ich. Okay, das haben wir auch schon mal. Okay, das ist ganz krasse Kiste hier. Ganz krasse Kiste. Juli sucht mal. Okay, Juli sucht gut. Warte mal, ich hatte Pief, hatte ich schon ein bisschen suchen lassen. Ne? Warte mal, Pief geht zumindest mal hier hin. Pief sucht. Gut, dann machen wir das hier. So, du bist dran. Okay, gut. Das ist jetzt ein bisschen, was ich mit Buddy Hardy machen wollen würde. Der steht nämlich sehr bescheiden, aber den könnte ich mich erstmal ein bisschen wegkicken. Und mit dem Schuss hier, also wenn wir noch ein Stück rangehen,
Mit dem schon. Hä? Ich hab den doch gar nicht. Mann! Irgendwie manchmal nervt mich das ein bisschen. So, der ist zumindest weg. Ich hab doch gar nicht dahin geklickt. So, als nächstes wäre der Pestverseuchte dran. Okay, das ist erstmal Hildchen. Bevor ich weitersuche, müssen wir die als allererstes machen. So. Gut. Die Pestratte müssen wir jetzt als nächstes beschäftigen. Okay. Komm mal her, Mr. Bärschi. Das ist deins. So, jetzt macht die Pestratte nochmal was. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Inolt sucht. Wir müssen jetzt eigentlich fast raus sein. Ey, das ist ja mal ein ganz interessantes Kampfgeschehen. Diego? Also wenn das voll ist, sind wir draußen, ja? Ja, toll. Okay, pass mal auf. Nice, geht dann nochmal dahin. Und dann geht es nämlich wieder problematisch los, weil jetzt gleich die natürlich wieder reinruppeln. Jetzt fällt das Ding da noch runter und jetzt kommt wieder neue. Das Ding ist ja wirklich witzig. Okay, wer ist denn als erster dran? Wo kommst denn du her? Ach so, der ist aus der Decke gefallen, wa? Ach du Heiliger. Aus der Decke gefallen. Das ist natürlich sehr ideal. Dann machst du hier nochmal Zorn. Bitte, bitte, bitte. Das musst du aber reichen. Oh, sehr gut. Der ist schon mal weg. So, wir haben jetzt noch zwei offen. Du bist dran, aber ich könnte vorher jemanden suchen lassen. Wer wäre das? Juli. Juli steht gut. Juli hat eine gute Position. Vielleicht reicht das ja schon. Ja, wir kommen raus. Fertig. Hohoho. Wir haben aber auch einen verletzten. Hildchen ist verletzt. Okay, verstehe ich jetzt zwar nicht, aber gut. So. Ah, der Auswirkung im Dorf kehrt langsam wieder Frieden ein. Okay. Mich wundert das. Was ist das Ganze hier? Was ist das Ganze? Kann man das Dorf wieder herstellen? Das wäre mal was Tolles. Hä? Wenn es dir kaputt geht. Wenn es den kaputt geht, macht das eine Nein! Ach du Heilige, das ist ja übel. In die Richtung. Oh, gut. Also wenn die Lautstärke... Na toll, für das bisschen... Für das habe ich das jetzt gemacht. Bier, Wein, das ist jetzt alles nichts wert. Alles nichts wert. So, was ist das hier untersuchen? Sie nähert hat, hört ihr eine Stimme flüstern. Ihr seid... Ihr seid keine Festzeuchten. Ich flehe euch an, holt mich hier raus. Diese Bretter werden sich nur mit einigen Lärm zerstören lassen. Okay, na dann versuchen wir das mal. Einmal. Zweimal. Das ist das Ding da. Hier so ein. Dreimal. Und viermal. Mal gucken, wie hoch der Lautstärke sich jetzt geht. Boah. Kämpfen 9. Stufe 9, Pestverseuche, viel zu viele. Okay. Da haben wir Pestverseuchten, da haben wir Pestverseuchten. Gut. Wir machen das so, dass wir die Mr. Bärschis da hinsetzen. Aber ich versuche mal jetzt ein bisschen was anderes. Ich versuche jetzt mal, kannst du den als allererstes schon mal bearbeiten? Am besten wäre es, wenn ich den wegkriege, bevor der gegen jemanden kämpft. Warum habe ich denn das jetzt so? So, dann machen wir das so. Und jetzt haue ich den nämlich weg. Dann ist der schon mal raus. Und dadurch habe ich den jetzt aber auch keine Möglichkeit gegeben, dass der den Giftboden schmeißen kann. Ja, das war mir jetzt gerade wichtig. So, jetzt ist der dran. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mit Pief dasselbe Ding... Ja, mit Pief kriege ich nicht ganz das Ding hin. Das ärgert mich gerade. Warte mal.
Horus. Horus, Horus. Wenn ich mit dem das mache. Ah, Mist, ich muss noch ein Stück heran. Wenn ich mit dem das mache, ist er tot, ohne dass ich im Nahkampf gehe. Sehr gut. So, jetzt muss ich den aber hier leider auch versperren. Und mit Mr. Berschi versperre ich schon mal den Eingang. So. Diego, such mal. Meine Güte, ist das hier anstrengend mit den ganzen Gesuche, ey. Das ist aber auch wiederum witzig, finde ich. Es ist so ein Spiel, was ein bisschen schwierig und was wieder gleichzeitig sehr easy ist. Du musst jetzt aber auch wirklich gucken, dass du es richtig spielst. So, dann machst du den. Du machst dann erstmal den. Ich glaube, Nice setze ich schon mal hier hin. Nice. Nice kommst schon mal daran. Weil hier wird auf jeden Fall auch nochmal was durchbrechen. Dann haben wir hier zumindest schon mal Ruhe. Quenior Senior wird dort auch nochmal machen. Dann machen wir das da. Du machst da. So, und jetzt geht nämlich die nächste Runde schon. Jetzt kommen nämlich zwei neue dazu. Und das ist immer das Problem, weil dann immer mehr dazu kommen. So, den haben wir, den haben wir. Natürlich an der falschen Stelle. An der falschen Stelle. Okay. Hier, den machst du, Torus. Mr. Berschi macht den. Ist verseucht. Ja, da muss Hildchen ran. Hildchen muss an den ran. Oh, warte mal, ich habe jetzt... Ach, na egal. Ja, das Problem ist, der wird natürlich vergiften alles. So. Ja, okay. So, Hildchen, stell dich mal da rein. Mach mal das. So, jetzt kommt der nämlich. Und da habe ich leider nur Mr. Berschi. Der wird dann leider wieder das Ding machen. Pestverseuchten sind schon ein Nümmerle für sich, muss ich sagen. Die Pestratte muss auch irgendwie weg. Problem ist, ich habe niemanden, den ich jetzt so schnell da vorstellen kann. Doch, Nice könnte ich dann da hinstellen. Ich dich damit wegbapsen? Sehr gut. Weil dann kann ich zumindest das machen. Beenden wir den Zug. Dann ist Torus dran. Ne? Torus kann zumindest das so machen. Aber es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ich wollte eigentlich nicht, dass du in den Kampf reinkommst. Aber ist ja auch egal. Ist egal, ist egal. So, und jetzt machen wir den nochmal. Dann ist der auch erstmal weg. So. Diego sucht. Diego macht Schluss. Buddy Hardy sucht. Buddy Hardy macht Schluss. Juli, 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 Juli sucht. Wir müssen so schnell wie möglich das ganze Ding nämlich voll kriegen. Je schneller, desto besser. So, liebe Nice, du machst ein geborener Sprinter-Ding. Und du läufst mir zumindest schon mal bis dahin, damit du mir den Bereich auch absperrst. Auch wenn sich jetzt danach schon wieder was Neues öffnet. Es hat sich aber kaum was geführt, ne? Manchmal fühlt er sich ganz viel und manchmal fühlt er sich gar nicht. Pestverseuchte Monster versuchen, das Gebäude einzudringen. Ja, das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen. Ein bisschen. Jetzt ist die Frage. Jetzt bist du dran. Ne? Bardi muss sich sowieso mal ein bisschen bewegen. So, schicke ich den erstmal nach hinten, dann kann der nicht viel machen. So, dann kannst du nochmal suchen. Eigentlich ist ja nur das... Ah, sehr gut. Eigentlich ist ja nur, dass du halt suchst, ne? Das ist immer ganz wichtig. Diego, stelle ich mal noch ein bisschen woanders hin. Und dann such du mal bitte. Ich werde jetzt eigentlich nur das Ding hier vollkriegen, dass wieder Ruhe einkehrt im Dorf. Und du kommst ja eh nicht ran. Wer ist denn jetzt dran? Der da. Also müsste ich am besten mit Quenia da ein bisschen ran. Quenia die Attacke machen lasse. Na gut, ist eigentlich egal, ne? Na komm, nehmen wir den in den Kampf rein. Ist jetzt auch egal. Halten wir den zumindest hier ab.
Zorn reicht nicht. Reicht nicht, wie ich es mir gedacht habe. Dadurch hält er sich jetzt aber wieder leider ein bisschen hoch. Was nicht gut ist. So, wer ist denn jetzt dran? Jetzt bist du dran. Weißt du was? Ist ja auch egal, wenn du jetzt dran bist. Ich stell dich mal ein bisschen dahin. Lass dich mal suchen. Vielleicht reicht das auch schon. Nein, reicht natürlich nicht. Okay, beenden wir das. Du kannst nämlich nur ihn angreifen. Das ist schon ein wirklich interessantes Spielchen. Das ist schon wirklich ein interessantes Spielchen. Du hast schon, als nächstes ist der Pestverseuchte dran. Dann machen wir mal Inot. Oh, bitte lass das jetzt reichen. Oh, nee. Also wahrscheinlich, weil wir uns vorher bewegen müssen, ne? Ich glaube, weil wir uns vorher bewegen müssen, deswegen. Also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen bewegen, damit wir hier ein bisschen was verändern. So, ich habe es auf Hackert. Du läufst einfach mal so ein bisschen nach da und dann guckst du mal da. Die eine versucht einen Weg aus, mit jedem weiteren Einsatz in einer Runde nimmt die Wirksamkeit ab. Ach so. Also wäre es eigentlich sinnvoll, wenn zum Beispiel Hilde das zum Bleistift macht. Hilde, such mal schnell. Schnell, Hilde. Ah, toll. Hat nicht gereicht. Hilde, ich bin nicht stolz auf dich. Ach, Mann. Der greift an, sie greift zurück an, der heilt sich wieder. Ist auch erstmal egal. Wir haben noch ein paar Leute, die auf jeden Fall jetzt erstmal schnell noch suchen können. Hä? Ach so, weil ich im Kampf bin, ne? Kann ich den vielleicht? Vielleicht kriege ich den hin, ohne dass ich meine Hauptfähigkeit einsetzen muss. Das wäre das Ideale. Na, hat nicht gereicht. Okay, dann mache ich den weg. Hat nicht gereicht, hat nicht gereicht, hat nicht gereicht. Ja gut, du musst ja eh kämpfen. So, ich glaube, Nice ist noch dran. Und dann haben wir noch eine Einheit. Wer ist noch nicht dran gewesen? Juli reist. Genau, du gehst noch mal ein bisschen hier hin. Komm, mach mal das. Oh, bitte komm, füll die Leiste voll. Nein, natürlich nicht. Da kommt nämlich, glaube ich, jetzt noch einer runter. Flatsch. Und da kommt da hinten noch mal eine Pestratte. So, wir haben jetzt zwei Einheiten, die vorher dran sind. Warte mal, der ist dann dran. Verdammt. Such, 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 Leute. Wir müssen hier raus, sonst wird's. Oh, sehr gut. Also die ganze Zeit hier drinnen zu sein, das ist schon heftig und kostet uns eine ganze Menge Rohmaterialien. Weiter. So, euer Trupp hat einen. Naja, ich wollte da nochmal rein. Wen haben wir denn da? An Kästen. Bei all den Pestverseuchten dagegen konnte ich nicht um Hilfe rufen. Ehrlich gesagt dachte ich schon, ich würde hinter diesen Brettern verhungern. Ihr habt mir das Leben gerettet, Söhne. Dass ihr ein solches Risiko eingegangen seid, verdient meinen Dank. Nehmt dies, ich habe es im Dorf gefunden, bevor ich eingesperrt wurde. Rezeptgebräu aus Harak. Ich ziehe jetzt weiter und das solltet ihr auch bei dem lernen, den wir gerade veranstaltet haben. Ja gut, jetzt ist das Gebäude aber auch schon fertig. Wir haben jetzt natürlich ein neues Rezept gelernt. Gebräu von Harak. Was ist denn das? Da. Stimmt, das ist das, wo wir diese Moskitos dann erstmal nicht haben, ne? Das ist auch erstmal nicht schlecht. Und wir haben hier nochmal was. Schlossknacker. Ja, da bist du immer noch 5 Punkte. Okay, wir haben noch den und den offen. Gehen wir mal da. Warum kämpfen wir automatisch? Wir sind doch gerade erst reingegangen. Wir sind doch gerade erst reingegangen. Oh, das ist doch schon wieder. Oh, pass mal auf, wir machen mal das hier. So. Geh mal hier hin. Mach mal das. So, dann kannst du noch mal hier hin. Und dann machst du den erstmal raus. So, dann machen wir hier Zug beenden. Problem ist, ich kriege die ganzen Pestverseuchten nicht alle erledigt. Bevor wir, wenn ich Hildchen nehme. So, wir hatten jetzt auf jeden Fall Bart nicht und Hildchen dann nicht. Ah,
Ihr Problem ist, wer damit eine tot, wäre es am besten gewesen. So, pass mal auf. Hitsche kann ich an die Tür. So, pass mal auf. Nice. Mr. Bershi, komme ich da hin? Ja, okay. Mr. Bershi kann zumindest da schon mal. Du bleibst schon mal da. Da kommt er nicht bis rein in den Raum. So. Okay. Quinio Senior macht suchen. Wir haben Hilde und Bart müssen als nächstes auf jeden Fall Suche bereiten. So, jetzt machst du suchen in Nold. Ihr könnt nur eine Basis aktivieren. Jeder Einheit versucht den Weg mit jeder weiteren Einsatz in einer Runde nimmt die Wirksamkeit ab. Ach so, immer der am ersten in der Runde macht viel, die anderen machen wenig. Aber bringt jetzt ja auch gerade nicht, weil wir jetzt eh gerade mal nichts zu tun haben. Die kommen irgendwo hier raus, da ich eh nicht weiß, wo sie rauskommen, ist es ja auch erstmal egal. So, dann machst du das. Wir lassen jetzt erstmal alle suchen. Es dauert sozusagen eigentlich pro Runde immer. Wir können dann eigentlich auch immer sagen, du machst erstmal das, du machst erstmal das und du machst erstmal das sozusagen. So. Nächste Runde. Wir kriegen jetzt hier einen Kriecher. Kriecher sind nicht so schlimm. Pestverseucht ist schlimm. Als allererstes ist der Kriecher dran. Der Kriecher. Guck mal, da würde ich meinen eigenen Mann töten. Flamp. Das ist krass, wa? Dass der eigene... Der eigene Mann, der voll weggebatzt werden könnte. So, machen wir den. Hat nicht gereicht. Der hat gereicht. Sehr schön. So, als nächstes wäre der Pestverseuchte dran. Den könnten wir, warte mal, wir stellen uns noch ein bisschen weiter vor die Tür. Und ballern ihn schon mal drauf. Das ist ja eh egal, wir können damit nichts weiter verursachen. So, das passt und wackelt und er hat Luft. Mrs. Nice. Du bist schon mal hier ran und dann versperrst du da den Weg, dass hier keiner weiter durchkommt. Im Endeffekt ist es wirklich so ein komplettes Absperren dort drin, ne? Du sperrst wirklich einfach nur ab und dann musst du hoffen, boah, der Schaden ist aber auch schon übel, den wir mit Mr. Bershi jetzt schon haben. So, du wärst dann nach dran. Okay, also geh mal mit Bildchen näher ran. Hat nicht gereicht. Dann machen wir noch den. Und Hildchen wird auf jeden Fall das Ding mehr abdecken. So. Wenn wir wenigstens gegen Gift gefeilt werden, das wäre aber was Feines. So. Nur der Erste in der Runde macht am meisten. Der zieht am meisten rein und danach wird es immer weniger. Also könnten wir sozusagen sagen, dass wir unsere Schützen gleich noch nehmen. Ne, warte mal. Inold kann zum Bleistift hier damit rangehen. Und kann da mal durchbapsen. So, Destabilisierung. Und mit dem... Wie viel mache ich denn da? 31. Ne, den behalten wir erstmal. Bardi Hardy. Bardi Hardy. Könntest du den wegbabbeln? Ja, kannst du. Sehr gut. Babsen den weg und können sogar noch mal was suchen. Sehr schön, sehr schön. Das ist immer so wichtig, dass wir auf ein paar Hackert hat schon, ne? Schade. Digo hat noch nicht. Problem ist, da geht er in den Gift rein. Und ich wollte die jetzt nicht mit in den Gift hineinsetzen. Also machen wir suchen. Wir müssen mehr unsere Ranges bemühen dann. Weil wir so wenig wie möglich Gift auf unsere Leute halt packen müssen. Der wird jetzt halt leider den Kampf... Oh, warte mal. Ja, komm, wir stellen dich zumindest schon mal wieder hier ein bisschen rüber. Dann machen wir trotzdem erstmal suchen. Und der Erste in der Runde macht am meisten immer. Also das klappt dann schon. So, aber jetzt haben wir... Na gut, wir kriegen die nächste Runde jetzt schon wieder zwei rein. So. Okay. Der ist mittendrin. Da ist ein Pestverseuchter. Der Pestverseuchte beginnt auch noch. Der Pestverseuchte beginnt auch noch.
Wenn ich mit Badi Hardy. Ja, ich setze mal Badi Hardy, setze ich mal hier hin. Wenn Badi Hardy den mal ein bisschen babselt. Und dann das macht. Ist er schon mal weg. Sehr gut. Was heißt, er kann erstmal dann pausieren. Hier kommt ja keiner gerade durch. Die kämpfen immer noch dieselben. Muss kurz mal gucken. Piev kann das schon mal machen. Ist weg. Sehr gut. Dann geht Piev schon mal wieder hier hin. Macht dann die Runde zu Ende. Als nächstes wäre ja der noch nicht dran. Warte mal, wer ist denn da noch? Wo ist noch? Ach, die Ratte mittendrin haben wir auch noch. Ja, komm. Genau. Wir machen wieder den. Dann machen wir wieder den. Die müssen wir nur langsam aufpassen. Das zieht sich nämlich ziemlich weit herunter mit dem Leben. Oh, okay, okay, okay. Eider daus, Eider daus, Eider daus, Eider daus, Eider daus, Eider daus. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Quenior. Quenior geht mal hier ran. Und bubbles den mal. Na, das reicht nicht. Puh, das wird jetzt übel, weil sonst verlieren wir gleich noch Hilde. Wir verlieren gleich noch Hilde und das wäre natürlich richtig übel. Okay, so, haben wir erledigt. So. Quenya beendet den Zug. Du kannst, nee, warte mal, du kannst trotzdem zuhauen. So, beendest den Zug. Du suchst mal bitte, ganz dringend. Wir müssen hier schnell wie möglich raus. Du suchst mal ganz dringend. Stellst dich schon mal in die Richtung hin. Du kannst auf den einen ballern. Das heißt, da kommt gleich der nächste. Und da müssen wir wirklich gucken, dass wir so schnell wie möglich rausgehen. Und ich kann sie zum Beispiel nicht mehr setzen. Ich kann sie zum Bleistift nicht mehr setzen in der nächsten Runde. Du suchst mal schnell. Es ist voll übel, muss ich sagen, Herr. Shit drauf. So, Torus sucht man noch schnell. Hilfe. Beenden wir. Jetzt sucht Hackerle noch mal schnell. In der nächsten Runde müssten wir, der erste müsste doch den Weg nach draußen dann finden, ne? So, jetzt kommt da einer runter. Wir haben zwei Züge, bevor einer spielt. Und zwar, der ist als erstes dran. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ganz, ganz dringend. Hacker, such mal schnell. Und es müsste reichen, dass wir wieder raus sind. Sehr gut. Boah. Ich verstehe nur nicht, warum wir hier... Oh, Piev! Hallöchen! So, warte mal, du bist bei Willenskraft 16. Bewegung so. Karriereziel. Weil wir könnten jetzt da nochmal auf das mal gehen diesmal. So, sehr schön. Okay, weiter. Bei Gefährten springt sofort diese Wurmstelle. Stichige Balken ins Auge, schon der kleinste Windstoß und die geringste Erschütterung können ihn zum Einschuss. Wenn er trübt diesen Raum erkunden will, muss einen entsprechenden Gefährte stützen. Ja, und nee, wenn ich den jetzt stütze, dann fehlt mir Quenya im Kampf, ne? Diego. Leider ist Diego nicht stark und der Balken stürzt mit der Decke ein. Diego wurde beim Einsturz verletzt. Okay, dann gehen wir einfach mal raus. Laufen mal ein Stückchen in den Wald hinein. Ey, was ist das für ein Gebiet? Wo haben wir uns hier hingebracht? Erfolgsquote. Na komm, versuchen wir es mal damit. Hat gereicht. So, jetzt sind wir den auch mal wieder los. Ja, also brauchen wir auf jeden Fall wieder 20. 20. Ein Tapferkeitspunkt mehr auf jeden Fall. Ein Bierle. Und da machen wir ja ganz viel von denen mal rein, weil wir davon so viele haben. Und dann machen wir mal... warte mal, wir haben jetzt gerade keine. Wenn Hackert damit jetzt reingeht. Ja, Hackert geht jetzt damit rein. Haben wir immer noch keine. Sehr gut. So, da kriegen wir aber genügend Punkte nämlich heraus.
Wir brauchen nämlich genügend Punkte für diese Erkundung, ey. Oh, also wir müssen ja einen einsetzen, der stark ist. Na, kannst du nur Quenio einsetzen. Oh, warte mal, war das wieder? In diesem elenden Ort einzudringen war kein leichtes. Aber dass wir wieder lebend herauskamen, ach, könnte ich schreiben, dann würde ich meinen Eltern einen Brief davon erzählen. Toll. So. Bart und Juli Reis sind jetzt beste Kameraden. Gut, jetzt habe ich das zum ersten Mal gemacht. Gut, so. Jetzt nochmal rein. Jetzt haben wir aber auch nur 5 Points, ne? So. Wir waren da im Gemeindehaus. Okay. Das suchen. Die Truhe ist verlockend, aber um sie zu erreichen, müsst ihr einiges an Schutt und Trümmer gewinnen. Nur ein flinker Gefährte. Linke Pferd müsste Hackert sein, ne? Flupp. Hackert scheint förmlich über die Schutt zu schweben. Dadurch kriegen wir ein paar schöne Moneten. Über Dietrich und Köder. Was noch irgendwas? Ne, warte mal, zumachen. Und wir können wieder rausgehen. Okay. Gemeindehaus abgesucht, das abgesucht, Apotheke abgesucht. Ne, jetzt gehen wir noch. Hä? Wir gehen rein, bumm. Du bist als erster dran, ja? Okay, pass auf. Dann machen wir das als allererstes so, dass ich dich gleich als allererstes wegbapse. So. Fertig. Ja, ich weiß, ich könnte hier noch diesen Ausruf machen, aber ich würde mich wahrscheinlich... Warte mal, wenn ich den mache, könnte ich mich hier reinstellen. Genau. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich den dann noch irgendwie weghebe, ohne dass mir da irgendwas... Naja, Mist. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich setze Mr. Bärsch hier ein. Ist halt leider so. Hilde, such mal. Hilde, beende mal. So, der greift jetzt an. Passiert halt. Warte mal, nice. Kann ich sie da irgendwie noch hinsetzen? Ich weiß, es ist eigentlich dämlich, dass ich sie wieder da rausziehe, aber... Genau, nice, muss man jetzt mal da hinsetzen. Er macht nice erstmal den. Und was wir jetzt mal machen werden... Okay, gehen wir ruhig ein bisschen mit daran, weil ich brauche in der nächsten Runde auf jeden Fall mal eine ganze Menge Punkte, will ich erstmal haben. So, enden. So, dann Pief, du kannst noch ein Stück näher ran, damit Bart in der nächsten Runde auf jeden Fall den Hauptmannsgema schmeißen kann. So, du gehst mal daran. Du bist ja sowieso schon. Was war das hier eigentlich nochmal? Provozieren und Schutz. Ja, okay, Schutz wäre jetzt auch nicht schlecht. So, dann machen wir das. Du gehst jetzt auch nochmal mit ran, damit wirklich Bardi Hardy hier immer wirklich den Hauptmannskill, den ihr habt ja mal gesagt, ich setze ihn zu selten ein. Jetzt setze ich ihn ja wesentlich öfter ein. So, und jetzt kommt noch Mr. Diego Sun. Der macht noch diesen. Und wieder, irgendeiner fehlt jetzt noch. Ah, genau. Quenio Senior. So. Weil bis auf Bart haben wir nämlich jetzt am Anfang gleich alle durchschaut. Das ist schon gar nicht so schlecht. Pestverseucht. Pestverseucht. Pestverseucht und Ratte. So, ab durch die Hecke sage ich dazu nur. Zack. Passt. So. Jetzt komme ich aber nicht dahin, wo ich hin will. Warte mal, wenn ich den aber nehme... Ach, verdammt. Jetzt habe ich den natürlich in der falschen Reihenfolge gespielt. Ich dürfte den ja eigentlich nicht treffen, weil er Dings drauf hat, ne? Genau, siehst du? Das passt. Weil der hat ja dieses Öl drauf. Und dadurch kann ich das... Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, der ist jetzt doof, weil der da steht. Und ich den da jetzt nicht so wegkriege, wie ich es gerne hätte.
Warte mal. Nee, 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 nee. Den Versuch wollte ich jetzt eigentlich noch nicht wagen. Wie kriege ich den am besten weg? Kann ich den so machen? Dass ich das so setze? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und den jetzt wegballer. Nein, der ist nicht weggeballert. Nein, 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 nein. So eine verdammliche. Oh, pestverseuchte Wunde. Ach du Heiliger. Und natürlich alle vergiftet. Ach Mann! Das wollte ich verhindern. Ah, es ist eh zu spät. Hier, komm. K.O. Ketten? Nee, ist mir egal. Pestverseuchten brauche ich nicht. So. So, stell dich mal damit ran. Das ist jetzt egal. Dann such mal jetzt hier. Wir müssen jetzt schnell wieder raus. Alter, das ist Ding mit Gift jetzt hier voll gesülft. So, Juli Reis. Komm. Hey, warum kann ich denn da nicht hin? Pass mal auf, wir machen das anders. Diego, geh mal dahin. Diego sucht. Beendet die Runde. So, jetzt kommt der daran. Ja, ja, mach das. Mach das. Die Pestverseuchten, die sind so anstrengend. Juli Reis, du kannst jetzt da ransetzen, dass du den auch auf jeden Fall erstmal abhältst. Absuchen. Und das machen. So, du greifst jetzt da an, da kommt wieder Pest verseucht. Voll. So. Komm, baller mal auf den ein. Unerbittlich, wenn sie angegriffen hat, führt diese Einheit einen Gelegenheitsangriff auf, wird entfernt, wenn die Einheit nicht mehr kämpft. Okay. So, der geht jetzt da, der kommt nicht weiter. So. Dann machst du mal suchen, dass wir hier schnell wie möglich fertig werden. Boah, ich will hier endlich weg. Ich will hier weg, meine Freunde. Ich will hier einfach nur weg. Das könnt ihr aber glauben. So, ich habe noch 4 Einheiten. Also was? Wir könnten mal das so machen, dass wir den auf jeden Fall da hinsetzen. Ich glaube, ich müsste das jetzt eigentlich ein bisschen besser gemacht haben. Das Gute ist, dass die hier nicht weiter reinkommen. So, such mal. Aber lauf mal bitte hier hin. Ich muss hier wirklich mehr, genau deswegen. Hätte mir nämlich schon gedacht. Der ist jetzt nicht so schlimm. Eine Runde beginnt. So, du bist als erstes dran, ja? Dann würde ich sagen, dass das Ding hier auf jeden Fall was für Hilde ist. Aber ich würde gerne das machen, dass sie weiterhin suchen kann. Sehr gut. So, weil sie kann jetzt sich nämlich hier ranstellen, blockiert den nächsten und kann trotzdem suchen. Der Pest verseucht das natürlich. So, dann kannst du den hier schon mal machen. Warte mal. Pest verseucht, was heißt denn das? Er erinnert, muss vor der nächsten ausgeheilt werden, andernfalls wird sie infiziert. Das wird übel werden. So, stell dich mal dahin, bitte, mein Freund. Ich glaube, das reicht nicht. Genau, also muss ich erst den da machen. Und dann muss ich den da machen. Platsch! Das war's. Gut, dann machen wir mal den. Das Problem ist, hier kann ich jetzt gerade niemanden zum Gucken hinsetzen. Also hier kommt mir auf jeden Fall gleich noch einer reingerusht. Das ist leider so. So, du kannst ja nichts machen, du bleibst doch schön stehen. Der und der Bereich ist zumindest sehr gut gedeckelt. So, hier habe ich leider keine andere Wahl. Ich muss den hier machen. Es ist leider so. So, da kann ich noch den Zorn setzen. Wo ich sagen muss, diese Runde, man kommt so langsam rein. Man versteht ungefähr langsam, wie es läuft. Aber jetzt gibt mir auch die Gesundheit langsam hier wieder AD. Hier habe ich jetzt gleich Angst, weil der 2 drauf ist bei 31. Der ist bald down, wenn das so weitergeht. Wir müssen hier extrem bei dem aufpassen. So, die ballert drauf.
hat zwar Dings drauf, aber ich lasse den mal da am Leben. Ich kann ja eh nichts mehr machen. Wie, weißt du was? Ende mal deinen Zug. Der Pestverseuchte ist noch dran. Da können wir wieder unseren Bärschi drauf babsen lassen. So, dann machst du den da weg. So, Nicer ist noch dran. Da kannst du da nochmal drauf babsen. So, wir müssen jetzt wirklich straight so vorgehen, dass wir das wirklich schaffen, weil, wenn wir das jetzt... Oh, Mr. Bärschi ist langsam am... Wir müssen jetzt wirklich uns beeilen. Nächste Runde müssen wir wirklich schaffen, dass wir fertig sind. Nee, 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 machen wir nicht. So, aber warte mal, eigentlich müsste der Nächste, der erforscht, das müsste reichen. So, jetzt kommt da einer rein und da, da kommt einer rein. Und als Erstes ist ja der dran. Gut, dann würde ich sagen, Inol, du suchst. Und weg. Und wieder heilen, ey. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay, das war wirklich mal so ein Ding, wo du sagen kannst, dies ist übel. Warte mal. Kiev, Verletzung behandeln. Oh, stimmt, wir brauchen Pestmittel, wenn wir sowas machen, ne? Schmiede. Untersuchen. Wirst du so voraus, dass wir versteckt könnten es schaffen. Warte mal, wir untersuchen erstmal das. Da gibt es einen Holzmuschel. Hat die Chance, einen Teil der beim Tüften verwendeten Ressourcen zurückzuholen. Okay, das ist zum Beispiel ein cooles Ding. Dann haben wir den da noch. Nein, 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 ich will den da haben. Nein! Manchmal ist das wirklich so komisch. Manchmal. So, also das hier noch. Rausbrechen. Warte mal. Die Rüstung ist voraus. Wird nicht leicht sein, sie herauszubrechen. Aber ein entschlossener Gefährte. Was heißt ein entschlossener Gefährte? Lieutenant Hill? Nein, warte, das war der Falsch. Ich habe mich verklickt. Mann! Oh. Pass mal auf. Pass mal auf. Du gehst erstmal jetzt hier hinten. So. Kannst ja schon mal suchen. Passt. Dann machst du den hier. Was ich gerne machen wollen würde, wäre, wir haben ja noch gut Punkte. Warte mal, wir könnten aber auch sagen, wir gehen mal hier kurz rein. Und dann rufen wir mal hier gleich das auf. 4 Points. Sehr schön. Dann gehe ich hier ran. Beste Kameraden. Platsch. Oh, bitte komm. Sehr gut. Dann ist der nämlich schon mal weg. Oh, jetzt muss ich nur gucken. Wen kann ich denn hier dran setzen, dass er die Pestrate wegballert? Hilde ist da hinten. Juli ist da. Quenia ist da. Warte mal, ich mit Juli da hingehe. Eigentlich würde ich gern Mr. Bärschi dann... Weißt du was? Er hat ja 14 Meter. Da kann er 7,5 machen. Dann kann er mit dem hier anfangen. Dann ist das Ding nämlich gegessen. Genau. Dann kannst du nämlich hierher laufen. Du machst eine Suchaktion. Und dann werden die ersten beiden auf jeden Fall schon mal von... Also Nice wird auf jeden Fall hier rangehen. Ja. Damit blockiert sie den Eingang. Mr. Bärschi, kommst du bis da hinten hin? Doch, du kommst, du bist da hinten. Ne? Geborener Sprinter. Und dann... kannst du bis da hinten dran setzen. So. Das Gute ist, wir passen aber eine Runde mit weniger Gift. So, und jetzt suchen wir alles ab, was geht. Plum. Plum. Ich glaube, es ist nur Body Hardy, der nicht mitgesucht hat. Dadurch haben wir schon einen kleinen Vorteil. Ich wäre es sinnvoll, wenn wir wenigstens die vor ein der Dinger stellen. Ich glaube, dass hier auf jeden Fall auch noch einer reinkommt. So, such mal hier weiter. So, du suchst da noch. Jetzt haben wir ein bisschen was gefunden, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Ach, sehr gut, dass wir hier den Weg gewählt haben.
Hier haben wir eine Pestrate, hier haben wir einen Pestverseuchten. Hier ist zwar aufgebrochen, kam aber keiner raus. Also wäre für mich ganz klar der Fall, dass ich dich als erstes entsorge. Und warum ihn als erstes? Weil er dann kein, wenn alles gut klappt, macht er nämlich keine Giftwolke erstmal. Je länger wir die Giftwolken abhalten, desto besser ist es. Da kannst du mal suchen. Jump. Blub. So, jetzt kommt die Ratte. Das ist jetzt nichts Schlimmes, muss ich sagen. Außer, dass sie jetzt ein bisschen Fieber gibt. Müssen nur aufpassen mit dem Verseuchen. So, Quinio, kannst schon mal suchen. Weg. Yeah. Nee, wir warten mit dem. Kiev kann schon mal suchen. Problem ist. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, wir haben hier noch einen. Also ich müsste Torus da oder da hinsetzen. Ich würde Torus gern eher da hinsetzen. Und machst hier schon mal die Suche. So. Beenden. Ja, komm, dann machst du hier jetzt nochmal. Ja, der eh jetzt den Giftling gewirkt, und der hätte sich ja dann eh gleich geheilt. So hatten wir jetzt zumindest vorher schon mal die Chance gehabt. Du suchst, beendest. Du suchst, beendest. Die Kämpfe sind immer eigentlich im gleichen Schema jetzt hier bei dem. Ohne wirklich hier. Ja, du läufst halt das ganze Ding einmal ab und dann musst du alles wieder heraussuchen und da musst du halt immer wieder kämpfen. Wir hätten eine andere Gruppe wahrscheinlich wählen können, aber da hätte ich jemanden gebraucht, der besser Willenskraft hat. Also sprich, ich glaube, ich habe mich wesentlich länger hier drin aufgehalten, als ich hätte es müssen. Okay, jetzt ist es leider so, dass der da steht. Okay. Der da, das ist dann auf jeden Fall was für Mr. Bart. Ist schon cool, weil Bart ballert uns die hier immer ein bisschen lange weg. Dadurch haben wir eine ganze Weile Zeit, bevor irgendwas passiert. Oh, warte mal, einer hat einen Kriecher erwischt. Sehr schön, Juli hat einen Kriecher erwischt. Das ist okay, weil dann kann Juli auf jeden Fall hier mal gucken. Hilde hat keinen erwischt, das ist auch gut. So. Die Ratte ist dann dran. Gut, dann kannst du wieder suchen. Sehr schön. Ey, es klappt gerade sehr gut. Der Kriecher ist jetzt für uns nichts Schlimmes. Das ist für mich eigentlich ganz gut. Kannst du den hier nicht draufschmeißen? Machst du das? Dadurch kommt er raus und kannst du nochmal draufballern. Genau. Jetzt hat er Gift. Bringt zwar nicht das, was ich wollte, aber es ist ausreichend. Gute ist. Jetzt hört der nämlich drauf und wir sind fast durch. Also die Runde könnten wir durchstehen. Welcher ist denn? Der ist dran. Ja, okay, der muss jetzt erstmal, da muss ich leider. Mit dem mache ich nicht genügend. Ne, nee, ich muss den halt mal. Ja, ich gehe mit dem leider in den Nahkampf. Das ist leider nicht anders möglich, muss ich sagen. Klapp, klapp und klapp. Und dann mit Zorn machen wir das Ding hier auf jeden Fall zu Ende. Also hier haben wir wirklich lange zu tun gehabt, muss man ja mal sagen. Aber das ist leider so. So, pass mal auf, du kannst ja schon mal dahin gehen. So, bei den Blocken war das, auch wenn wir fast durch sind. Jetzt machst du den da auf jeden Fall. Das Gute ist, dass wir den so auf. Oh, stimmt, der Doppelangriff. Das Gute ist, dass wir den eh die ganze Zeit damit aufhalten. Ja, schon wieder, ey. Das ist so. Die Giftdinger, die sind so übel. Irgendwann hauen sie einfach mal rein. So, du bist jetzt dabei. Zu Ende. Du noch. Zwei können noch suchen. Vielleicht schaffen wir das noch. Hildchen hat auch noch keinen. Das Gute ist, dass wir hier schon von vornherein Hildchen stehen haben. Aber wir konnten noch nichts weiter machen. Oh, ich hoffe, ich habe einen guten Pilum bekommen. Ich hoffe, es hat sich wenigstens jetzt gelohnt. Der nächste, der jetzt findet, der müsste jetzt uns das wieder rausholen. Ist ja eh der dran, ne? Dann würde ich sagen, machst du ihn Not. Die sucht man und dann müssten wir fertig sein. Oh. Ich hoffe, wir sind in dieser blöden Stadt jetzt endlich fertig. Alle reparieren. Und Juli Reis hat sogar nichts. Also im Endeffekt hat es uns auch wieder was gebracht, denn wir haben die nächste auf Stufe 7.
So, du kriegst weiterhin Verfassung, weil ich finde, du solltest für mich so ein richtiger Tanky-Manky werden. Hauptsächlich zum Abhalten. Hauptsächlich zum Abhalten. So, sehr schön. Der Trupp hat einen Ausweg gefunden. Im Dorf kehrt langsam wieder Frieden ein. So, wir haben jetzt aber alles durchsucht, ne? Wir haben jetzt noch einen Pilum gefunden. Zwei sogar. Lala. Zwei mit der. Die ist ja mal stabil. Renault ist noch 7, die brauchen noch ein Männchen. Aber das macht er mal 30 Stärke, 10 Stärkepunkte mehr. 10 Stärkepunkte mehr. Jetzt sind wir hier fertig, ne? Also hier dürfte jetzt ja nichts weiter sein. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Also, falls hier noch irgendwas sein sollte, müsst ihr mir das sagen. Ich glaube, wir sind hier nämlich mit allem fertig. Und hier gab es jetzt auch nichts weiter zu entdecken. Wir haben uns alles mit umgesehen. Ich dachte, man könnte das Dorf wieder schön eindecken. Wir haben hier jemanden rausgeholt. Wir haben alles gelootet, was man looten kann in dem Ding hier. Also von daher bin ich der Meinung, sind wir auf jeden Fall hier durch. War ja auch nicht gerade kurz, ne? Wir haben also die ganze Folge eigentlich nur das hier drin gemacht. Nichts anderes. Und, aber hier geht es ja sogar noch weiter. Ist hier hinten immer noch was? Nee, hier scheint jetzt eher Gebirge zu sein. Aber was ich hier hinten noch sehe, ist, dass hier hinten noch ein paar Sachen liegen. Da nämlich. So, und dann können wir mal hier hinten kurz reingucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö, hier ist Ende im Gelände. Schade. Ja, dann würde ich sagen, waren wir hier auch schon wieder fertig, ne? Also hier ist schon wieder fertig. Das Gelände ist nicht stabil genug. Ja, dann geht es ja nicht anders. Dann müssen wir jetzt hier ein bisschen rauslaufen. Mehr ist jetzt hier auch gar nicht zu tun. Also ich würde sagen, das nächste Ziel ist jetzt in der nächsten Folge. Wir gehen hier hoch nochmal, gucken vielleicht mal in die Neptunmine, gucken mal, was da hinten noch ist. Und dann sehen wir mal weiter, weil ja, alles andere ist jetzt, finde ich, nicht, was sich irgendwie besonderlich lohnen könnte. Hier haben wir, glaube ich, jetzt auch erstmal alles abgesucht. Hier ging es jetzt auch erstmal nicht weiter. Hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen runter, aber es sieht nach Meer aus. Hier hinten haben wir noch unseren Elite, den können wir noch machen. Oh, nee. Irgendwie mal hier so ein bisschen herum. Los, weg von denen. Die dürfen uns nicht sehen. Wenn die uns nicht sehen, ist alles gut. So. Ja, dann gucken wir mal, ob wir uns ausruhen können. Nee, ist ein Durchschnitt von 20. Ach du Heiliger. Quenior, du bist ja immer sehr gut im Wachen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also bleib noch kurz dran. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal das reinpacken. Wir nehmen uns deinen Apfelpfannkuchen heute. Wir nehmen uns auf jeden Fall ein bisschen Geschick. Wir nehmen uns die Tapferkeitspunkte und wir nehmen uns die Bonusstärke. Wir machen heute mal. Nee, machen wir nicht. Das ist zu viel. Da kannst du mal hier ein Barschbrüchchen machen. Dann kannst du hier auf jeden Fall noch einen schönen Weinbrand reinschmeißen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein bisschen Trockenfleisch. Und jetzt Daumen drücken, meine Freunde, dass wir nicht angegriffen werden. Wer von euch macht immer Daumen drücken, dass wir angegriffen werden? Sehr gut. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile schon 6 Punkte. Ich habe immer noch viel zu viele Punkte. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Okay. Und wir machen uns hier auf jeden Fall von hinnen. Genau, also nächste Folge auf jeden Fall. Ich werde uns jetzt noch ein bisschen hier so zum Trainingsgelände bringen. Da können wir dann in der nächsten Folge anschließen. Ja. Überall noch, wo wir kämpfen könnten. Wir ziehen jetzt aber hier einmal raus. Und dann haben wir es geschafft. So. Und dann kann ich euch nämlich entlassen, weil ich. Das ist wirklich gefährlich hier alles. Also, da musst du ja, kannst du ja sagen, was du willst. Uah! Oh komm. Nee, lass mich. Natürlich gehen die jetzt dahin, wo wir sind. Das ist ja natürlich klar. Warte mal. Könnte ich, wenn ich hier den setze. Warte mal, ich setze mich mal jetzt da runter, ne? Flupp. So, jetzt sitze ich hier unten. Ich sitze zwar jetzt hier fest, aber er kann mich auch nicht angreifen. Dann zieht er vorbei. Sehr gut. Für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort, wie gesagt, versuchen wir zur Mine zu kommen. Wir gucken mal, was das hier ist. Und dann schauen wir mal, dass wir den Weg zurück vielleicht mal nehmen. Und hier irgendwie hinkommen. Weil hier scheint noch was Interessantes zu sein. Hier ist eine. Die Legion eine Hilfe, hier ist ein Freilassen eine Hilfe und hier ist noch was von der Quest-Zugehörigkeit. Das schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen. Kommt Zeit, kommt Rat, ihr kennt es ja. Aber für heute, wie gesagt, war es das erstmal. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend und morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles hat eigentlich Gute bis dahin. Tschüss!